Was hat Delilah mit dem Thron gemacht? Setze Delilah das Herz ein. Delilah ist da. Aber muss ich nicht erstmal irgendwie den Zauber versauen? Du hast nichts gesehen, meine Dame. Was du nicht siehst, kannst du auch nicht bekämpfen. Plus zwei Wege rein. Durch den Haupteingang hier. Durch den Seiteneingang. In beiden Fällen haben wir dasselbe Problem. Wir müssen Delilah Cobblespoon das Herz einsetzen. Das heißt, wir können den Zauber nicht ändern gerade. Habe ich die gesehen? Wenn wir uns erstmal um die Fuffis kümmern. Wenn ich die Anzahl der fehlerhaften Runen am Thron verändere, sollte sich Delilahs Bild gegen sie wenden. Kolon hat bestimmt einige Kehlen durchgeschnitten, aber das ist mir egal. Verdient hab ich wirklich. Sie sind zurückgekommen, im Moment meines Ruhms. Sie vernichten und der Zirkel zündet eine Kerze in ihrem Schädel an. Hätten Sie das erlebt, was ich durchgemacht habe, würden Sie knien. Die Ratten von Dunwall fressen ihr. Ich glaube, da laden wir nochmal. Ich glaube, wir haben da. Wir müssen zuerst die Wuffis loswerden, dann dorthin schleichen und dann den Schädel einsetzen. Tschüss. Hexe 2 auch gleich tschüss.
tauchen das Loch. Wir müssen dann richtig zielen. Was hat Delilah mit dem Thron gemacht? Das weißt du, mein Schatz. Hopp. Profi Nummer 1. Ich hoffe, es sind plus 3. Warum geht's in den? Warum geht er in sie? Ich habe exakt den Wofi davor anvisiert. Ich hasse es, neu zu laden. Weg. Ein Mörder oder so. Kein Mörder. Also ich versuche auf jeden Fall nicht zu mörden. Was hat Delilah mit dem Thron gemacht? So, Nummer 1, raus. Erster Hund weg. Speichern. Emily? Endlich! Darauf habe ich gewartet, hier in meinem Tower. Jetzt beende ich mein großes Bild. Ich erschaffe die Welt, wie sie sein sollte. Okay. Für sie ist darin kein Platz. Lang lebe Delilah Caldwin, die Erste. Dann? Da sind sie. Meinen Geist zurückgebracht. Folgen Sie mir, lieber Corvo, und sehen Sie, wie ich alles umgestalte.
Moin, das Herz meiner Liebsten. Also da ist die falsche Rune drin. Missionstagebuch. Ins Gemälde. Delilah hat ihr magisches Gemälde verloren, indem sie ihr Geist zurückgekehrt ist. Folg ihr, um zu verhindern, dass sie die Realität des ganzen Reichs verändert. Auf geht's! Sie würde Hallo, Aron Navy! Delilahs Repliken. Was ist das jetzt? In Sarkonos bestimmt einige Kehlen durchgeschnitten, aber das ist mir egal. Stelle sie neben ihre Tochter. Letzten Kontrollpunkt laden. Okay. Was muss ich machen? Sie würde also die Welt dadurch ersetzen. Platziere die bewusstlose Delilah Koppelspoon auf dem Thron mit der verderbten Rune, um die Pläne zu durchkreuzen. Okay. Habe ich noch einen Schlafpfeil? Habe ich. So leicht, Leute. Leute, alter Mann.
Axt her! Das hier ist für Brianna. Warum sollte mein Volk seine Kaiserin nicht lieben? Wo sind sie? Nur keine Angst. Kommen sie raus. Wo immer sie sich verstecken. Beschäftigt. Du wieder. Kommen sie raus. Wo immer sie sich verstecken. Alles, was mir genommen wurde, werde ich ihr zurückholen. Konos bestimmt einige Kehlen durchgeschnitten. Aber das ist mir egal. Eine Skulptur für meine Galerie. Welch eine Versch... Wirklich? Sie sind zurückgekommen. Im Moment, meine... Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Jetzt habe ich sie. Delilah auf den Thron setzen. Sollte das Bild sie in ihrer Fantasiewelt fangen. Den Thron? Oder den Thron draußen? Ich muss Delilah aufhalten. Sie muss ausgeschaltet werden. Kann ich denn die kann ich denn die mitnehmen? Fragen? Muss ich die da durchwerfen? Nö. Verlassen. Ah. Sie wollten eine eigene Welt, Delilah. Bitteschön. Delilah auf den Thron platzieren. Endlich! Was ich verdient habe! Meine Gerechtigkeit! Jetzt wird das, was immer entstellt war, endlich perfekt sein! Ich habe so lange gewartet. Singt meine Lieder und leckt mein Fleisch. Betet mich an. Ziel neutralisiert. Emily Baldwin. Emily. Vater, was ist geschehen? Immer mit der Ruhe. Ich werde alles erklären. Die waren Angriff, aber nicht tödlich. Zivilisten getötet, 0. Gegner getötet, 3. Insgesamt getötet, 3. Mist. Alarme ausgelöst, 0. Leichen entdeckt, 28. Bitte was? Entdeckungen 35 insgesamt. Ui. 4 von 5 Runen. 1 von 1 Outsider-Schreine. 9 von 9 Knochenartefakte. 3/4 von sämtlichen Goldes, ein Gemälde und 2 von 3 Bauplänen. Entschuldigung. Captains Quartier, Fosters Kabine, auf der Dreadful Vale durchsucht. Die Welt, wie es sein sollte. Delilah ist für immer in ihrem Gemälde eingeschlossen, als Herrscherin ihrer Fantasiewelt. Gemächer des Schutzherrn von Dunwall Tower erreicht und Rettung deiner Tochter.
Was das jetzt? Ladebildschirmsimulator? Hinter mir steht gerade Ladevorgang. Die Wegetaste schließt das Spiel im... Ein reinen Gewinn. Schließe das Spiel mit niedrigem Chaosfaktor ab? Das war das Achievement, das ich gerade gekriegt habe. So nahm ein Mann mit dem Gesicht des Herzogs seinen Sitz in Kanaka ein und dachte auch an jene, die nicht im Palast geboren waren. Die Leute erstaunte die plötzliche Wendung. Sie stellten ihr Glück aber nicht in Frage. In Dunwall ging Delilah unwissentlich in eine Fantasiewelt über, in der die Versprechen ihres Vaters erfüllt wurden und ihre Untertanen sie liebten. Sie segelte mit einer Flotte über das Meer und durchquerte das pandesianische Ödland. Mit einer Menge Fantasie. In der Stadt herrschte Emily die Gerechte, Emily die Kluge, Jahrzehnte über ein blühendes Reich mit Corvo Atano an ihrer Seite. Zu seiner Zeit befeuerte Anton Sokolov die Maschinenindustrie und führte das Reich in eine bessere Ära. Er umgab sich mit adligen, eigenwilligen Künstlern und Erfindern, um das Leben zu genießen. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und ging in den Norden, endlich zufrieden. Eine letzte Reise nach Hause. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. Ich habe keine Ahnung, welches Ende wir gerade haben. Was das Gute, was das Schlechte? Ich denke mal, es war das Normale. Also, ich muss sagen, es hat mir besser gefallen als Teil 1. Es war knackig. An einigen Stellen war ich auch einfach bloß bescheuert. Warum muss jetzt gesungen werden? Ich versuche mal ein bisschen drüber zu reden. Ich fand's toll. Ich fange nochmal an. Ich fand dieses Spiel besser als den ersten Teil, weil die Kräfte sind schöner verteilt. Man hat mehr Möglichkeiten, dass kannst du mal die Schnauze halten? Ich bin ganz durcheinander. Ich habe eine lustige Idee. Ich drehe einfach die Musik im Hintergrund ein bisschen leiser für mich. Also, die Kräfteverteilung war besser. Es gab immer noch die Probleme mit dem, ich bin hinter jemandem, der mich noch nicht entdeckt hat und ich kann ihn nicht meucheln. Die Gegner-KI war stellenweise doch ein bisschen dumm. Sowohl zum Angreifen als auch zum Sehen, als auch wenn irgendwo irgendwen gesehen hat. Man hat nicht mitbekommen, wo die Leute herkamen. Ich fände es schöner, wenn die mehr auf die Umgebung eingehen würden. Als nächstes werden wir Teil 3 spielen. Death of the Outsider, aber ich glaube, das wird nicht mehr heute. Ich
finde es schade, dass die Dishonored-Reihe nicht weitergemacht wurde. Oh, ich finde es gut. Ich weiß nicht, wie das der letzte Teil ist. Weil es ist was richtig schön Eigenes. Es ist knackig, es ist... Ich werde es niemals hinkriegen, komplett silent irgendwo durchzugehen und ohne Kill. Dafür bin ich einfach bloß zu bescheuert. Das werde ich im Leben nicht hinkriegen, selbst wenn ich das Spiel 50, 60, 70 Mal spiele. Alles finden? Wenn man diese Fähigkeit hat, dass die Leute umfallen, nachdem man sie besessen hat. Wenn man das von Anfang an hätte, wäre genial. Und dann könntest du von A nach B nach C huschen und jetzt gewonnen. Wie ich schon sagte, die Geschichte hinter Dishonored, ich finde sie schön. Es ist echt mal was anderes als dieses 0815 Standardzeug, was Bethesda mittlerweile raushaut. So, Starfield ist auch nichts anderes als Skyrim im Weltraum. Die hier sind die Spiele. Die Fallout-Spiele haben sie ja auch echt langsam in den Sand gesetzt. Von Fallout 76 reden wir mal gar nicht. Und hier hatten sie echt noch Ideen, was man machen könnte, wie man vorgehen kann. Stealth-Game mit Magie war schon super. Wir lassen jetzt doch die Credits durchlaufen und dann werden wir wahrscheinlich für heute noch aufhören. Ist überhaupt noch jemand da? Hallo? Wer tut sich das bis zum Ende an? In die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ich wusste, dass wir es heute irgendwie zu Ende spielen. Ich bin froh, dass ich es noch so lange strecken konnte, dass wir Teil 3 nicht anfangen müssen. Das nehme ich doch nicht fertig runtergeladen. Mal gucken, wie lang die Credits sind. Ich überlege mir bloß groß, was spielen wir nach Dishonored. Wir müssten ja auch grob in einem bis zwei Monaten durch das Spiel durch sein. Geil.
sämtliche... Gehen jetzt echt alle Sprachen durch? Wie viele Sprachen hat das Spiel? German Audio. Was mir gerade am Ende noch einfällt. Billy Lurk. Kennen wir. Billy Lurk haben wir im DLC kennengelernt von Doubt. Und zwar in dem ersten. Das war eigentlich seine rechte Hand. Hallo Knuff. Ich hab's geschafft. Juhu. Ich bräuchte noch so ein Freu-Emoji. Ich werde mir dieses Lied wohl wahrscheinlich echt kaufen müssen. Pack. Aber Glück haben sie die Credits 13 Uhr durchgelaufen. Ich glaube, 2018 kam Dishonored 3? Heißt ja eigentlich nicht Dishonored 3, sondern Dishonored, die Dead of the Outsider. Ob der Post-Credit-Szene? Nee, ein Ladebildschirm. Nee, ich hasse Ladebildschirme. So, mit einem nicht zufriedenstellenden Endfazit, weil ich kann keine Endfazite, aber lassen wir erst doch mal das Spiel. Yay! Ich möchte das Spiel wirklich verlassen.